Das letzte Mal, dass das Elbland-Klinikum Riesa seine Türen für die breite Öffentlichkeit öffnete, um sich hinter die Kulissen schauen zu lassen, ist schon wieder 4 Jahre her. Seitdem hat sich am Standort des Klinikverbundes in Riesa viel getan. Das soll am 2. September 2023 der Bevölkerung der Region gezeigt werden. Neben Erkundungstouren durch das Hochhaus und die sanierten Bereiche ergänzen Rundgänge und Führungen durch die urologische Endoskopie, die neue HNO-Station und der Kreissaal das Informationsangebot für alle Neugierigen, die schon immer einmal wissen wollten, wie das Elbland-Klinikum arbeitet. Zahlreiche Angebote aus den medizinischen Bereichen und Tipps für eine gesunde Lebensweise fehlen ebenfalls nicht. Der Tag der offenen Tür war in der Vergangenheit immer von großem Interesse. Und daran wird sich wohl auch am 2. September diesen Jahres nichts ändern.